Du machst. Ja, natürlich. War klar. Warte mal eben. Mach mal kurze Pause. Ja, natürlich. Warum nicht gleich drei? Natürlich! Hey! Dämonenparty in the house! Nein, lasst mich doch raus hier. Hallo! Wo sind sie denn? Ach da! Dir fehlt ein Zahn, habe ich dir schon mal gesagt. Falls ein Sus, steckt dir im Auge. Gott sei Dank ist der andere auch schon weg. Uah. Okay. Bevor ich jetzt da lang gehe, gehe ich jetzt natürlich erstmal hier in den Bonusraum. So, Codex-Eintrag. Monster Pinky. Ach, guck mal an, Monster Pinky. Pinkies stürmen auf ihre Beute zu, sobald sie sie entdeckt haben. Wobei sie einen, was? Kortikale Knochenplatte als eine Art Ramme nutzen. Aha. Moment. Gut zu wissen. Ich musste mal einen Schluck trinken, entschuldigt bitte. Und einen kleinen Frosch im Hals bekommen gerade. So. Nehmen wir heute das Auge Saurons mit. Das Auge Saurons. Und jetzt natürlich nehmen wir selbstverständlich Munition, ne? Munition, ne? Denn ich habe immer das Gefühl, dass wir irgendwie zu wenig Munition haben. So. Wir haben den gelben Schädel, also gehen wir durch die gelbe Tür. Sesam, öffne dich. Warte mal. So. So ist die richtige Reihenfolge. Natürlich, das war so klar. Gisela möchte uns begrüßen. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich. Und die Revenant Party auch noch. Na klar, warum denn nicht? Wenn wir schon einmal dabei sind, oder was? Ach, die sterben hier. Sehr schön. Hör auf, du kleiner Penner. So, aus dem Bild mit dir. Weg mit dir, Mann. Zeit für euch zu... Ah, guck mal, die Revenant-Brüder sind wieder am Start. Was denn? Bleib doch mal easy. So. Hallo Gisela, meine Freundin. Na, wie geht's dir so? Hab dich vermisst, weißt du das? Warte mal. Ich muss mal eben kurz wechseln. Ja, so. Aufessen! Ah, das ist eine andere Gisela. Das Ding kommt da runter, ne? War doch so, oder? Ja, genau. Ist Gisela jetzt schon weg? Habe ich die schon erledigt? Ich wollte die... Och, Mann. Ich wollte... Mann, ich wollte die doch füttern. Ich wollte doch Gisela füttern. Mann. Verdammt. Mann, jetzt... Och, Menno. So. Nehmen wir noch mit. Hat da unten geht's auch noch lang. Guck mal an. So, ein bisschen Rüstung wieder. Ein bisschen Leben noch mitnehmen. Munition. Da ist nochmal ein Jump-Pad. Hallo? Na, hallo. So, Benzin. Ach, guck mal, die Kettensäge können wir auch wieder benutzen demnächst. Boah, sechs haben wir jetzt schon. Sechs Felder haben wir jetzt schon für die Kettensäge. Ah, hier ist Munition für die BFG.
Aber ich würde gerne, interessieren, wir sind doch von hier gekommen, ne? War das... Warte mal, von wo kamen wir denn jetzt? Wir sind irgendwo runtergefallen? Hier war das. Und jetzt ist hier komischerweise irgendwie zu. Mhm. Ist ja interessant. Oben war nämlich der Tonkopf, den wir hätten bestätigen müssen. Müssen wir da jetzt rauf? Kann das sein? Ach, guck mal einer an. Rein mit dir. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Was Spannendes oder so? Was zu spielen? Und Schokolade? Ja gut, ich verlange vielleicht für den Anfang vielleicht ein bisschen viel. Ich weiß. Was war das denn? Was waren das für komische Geräusche gerade? Und vor allem, was habe ich denn jetzt betätigt? Welche Tür ist denn jetzt aufgegangen? Ach, hier. Aha, ein Teleporter. Teleportation. Noch zu, weil wir wahrscheinlich noch kämpfen müssen. In der Arena. Was habe ich denn da? Ja, alles klar. Hallo? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist das denn hier? Wo führt uns das denn hin? Ah, hier, cool. Hui. Ich bin bereit, Leute. Ich würde gerne kämpfen gegen euch Dämonen. Ach so, verstehe. So ging ich mit ihr zum Altar. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. Und jetzt geht's los. Yeah! Hallo? Hallo? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Richtung Tür rauslaufe, dann geht's los. Ich wette damit. Na? Na? Liegt doch nicht umsonst hier so viel Muni. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Was sind das denn für welche? Ja, natürlich, die kommen auch noch. Natürlich. Ich klemme, ich klemme. Ach, die sind unsichtbar, die Drecksäue. Natürlich. Die Drecksäue sind unsichtbar. Na klar. Warum denn nicht? Ihr wollt mich doch auch verarschen, oder? Mein Gott, die sind so scheiße, die Viecher. Ich habe mich schon früher bei Doom gehasst. Aua, lass das. Ach, ihr seid auch wieder da. Na, geh doch weg. Du stehst im Weg. Merkst du das nicht? Du stehst... Hallo? Lass mich doch! Mann! So, geh weg. Du stinkst nach Maggi. Du auch. Deine Mama auch. Dein Bruder auch. Und hast du nicht gesehen? Und ja, komm und geh ans Weg, du Kleiner. Und du hast da was im Auge. Es war meine Faust. So. Hallo, Gisela! Schätzelein! Ich hab dich doch auch vermisst. Brauchst mich doch nicht gleich in Flammen aufgehen lassen. Wir schmeißen gleich den Grill an, mit dir. Wirst du sehen. Warte, guck mal hier. So, machen wir erstmal die Kabel ab. So. Warte mal, geht das mit der Säge jetzt mit Gisela? Gisela! Ein bisschen Bauchspeck abschneiden. Ja, geil! Oh, wir können Gisela jetzt in zwei teilen mit der Säge. Oh, das feiere ich. Der ist ja auch da. Dein großer Bruder ist da, Gisela, dein hässlicher. Konntest du mir nicht in den Hübschen schicken? Aber egal. Was weg ist, ist weg. So. Warte mal. Ich suche noch Muni. Haben wir nichts mehr hier? Oder Leben oder so? Oder Rüstung? Das war's. Gisela. Ich lade dich morgen ein zum Grillen. So. Und auf wundersame Art und Weise natürlich geht der Teleporter auf. Ja, klar. So. Aber ist trotzdem ein echt geiles Game. Macht echt eine Menge Spaß. So, dann wollen wir mal. Wo kommen wir hin? Oh, bitte keine Spinnen. Aha.
Das möchte ich noch nicht tun. Okay, ich sollte vielleicht doch mal hier mal die Mitteilung auch mal ausschalten. Es tut mir leid, ich hab's schon wieder vergessen. Es tut mir so leid, ich hab die Mitteilung tatsächlich vergessen. Ja, ist doch gut. Ja, Pia, dann bleib doch online. So. Ich hab's vergessen, die Mitteilung auszuschalten. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. Ach, jetzt sind wir hier. Guck an. Ich vergesse das immer wieder. Warte mal. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Niemand konnte der Horde trotzen. Nur der Schicksalsschlechter. Verzweiflung ging von ihm aus wie eine Krankheit, versetzte die Schattenwesen in Angst und trieb sie in immer tiefere und dunklere Löcher. Aber von den Tiefen des Abgrundes erhob sich der Große. Ein Kämpfer, der mächtiger war als alle vor ihm. Genau. Ein Titan von unermesslicher Macht und Wildheit. Er begab sich auf den Weg, um dem Schicksalsschlechter entgegenzutreten, ihn zum Kampf zu fordern. Der Titan kämpfte mit der Wut der zahllosen Opfer des Schicksalsschlechters. Und doch fiel er. Und im Schatten seiner Niederlage wurde die Horde in die Flucht geschlagen. Schön. So, hui, ich glaube, jetzt geht hier die Action los. Dann wollen wir mal. Tyrannimo! Bam! Zeit für euch zu sterben! Oh. Hallo! 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 Renn doch nicht weg! Bleib doch hier! Bleib doch hier! Ist für jeden was da! Bleib hier! Ist für jeden was da! Guck mal hier, bam! Gisela! Schätzelein! Ja! Zeit zu sterben, Höllenbrut! Wo ist die? Wo ist die Alte? Wo ist die hin? Gibt's doch gar nicht. Boah, lass das. Ja, natürlich. Jetzt kommt der große Bruder auch wieder. Der Schäbige. Der nach Maggi stinkt. Ich glaub's ja wohl. Mein Gott, nee. Wo ist er denn? Da ist er. Du stinkst nach Maggi. Deine Mama auch. Hat ja schon mal einer gesagt. So. Obwohl ich Maggi eigentlich ganz geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. So in Suppen und in Eintöpfe ist Maggi voll geil. Ist voll mega. Ja. Guck mal hier. So. Muss ich ganz ehrlich sagen, Maggi mag ich voll. Also Maggi ist richtig cool. Vor allem, wie gesagt, so in so Suppen und in Eintöpfe. Aber nicht zu viel, nur so ein bisschen immer. Zum Nachwürzen. Voll geil. So. Haben wir es auch mal gesagt. Tralali, tralalo. Wo geht's denn hier hin? Ach so, hier kommen wir wieder nach oben. Da liegt doch was drauf. Ach, da oben ist Rüstung. Können wir gucken, dass wir uns das nochmal eben holen. Wir haben zwar 137, aber volle Rüstung ist immer besser wie gar nichts. So. Ach nee, Quatsch. Springe ich denn hin? Wow. Achso, können wir gar nicht einsammeln, weil wir Maximum haben, natürlich. Warte mal, ich muss mal eben kurz husten. Schrecklich, also, oh Mann, was ist denn heute los? So. Uiuiuiuiuiui. Will ich da rein? Yeah! Reich des Titan. Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Ein Geheimnis hat uns noch gefehlt. Aber ansonsten haben wir alles gefunden. Cool. Geil. Jawohl.
So. Die Totenstadt. Du hast dich durch die Hölle gekämpft und den Titankern gefunden. Ein Portal, das dich einen Schritt näher an den Schmelztiegel und den endgültigen Sieg über die Mächte der Hölle bringt. Du musst die Wächter des Schmelztiegels vernichten und dir holen, was dir gehört. Und dann gehe ich erstmal zum Rewe. Entschuldigung. So. Das klingt schon sehr nach Finale, muss ich sagen. Das klingt verdammt nach Finale. Ich bin gespannt. Der Schmelztiegel. Das klingt verdammt nach Finale. Aber ich lasse mich echt überraschen. Aber ein Endgegner nur oder ein Zwischengegner nur ist ein bisschen... Ist ein bisschen wenig, finde ich persönlich bis jetzt. Aber wir schauen mal. Beschaffe den Schmelztiegel aus seinem Grab. Aus seinem Grab? Oh Gott. Oh nein, ich glaube, wir werden dem Teufel... Oh Gott, ich kriege so viel Munition.